Ja. Na los, Bewegung! Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie, komm mit. Das wäre unlibert bis zu Schwein gehabt, gewesen. Das war Henry. Ja, eben. Ja. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Ich will Henry eigentlich nicht unbedingt umbringen, muss ich sagen. Warum nimmst du den Eimer mit? Lass den noch hier. So, muss ich drücken? Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, und wenn doch? Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Geh zum Konferenzraum. Ja. Wurde auch Zeit. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Ob das immer klappt, ist die Frage. Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Gut, dann lass uns mal machen. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach. Hier findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Lass mich raten, das, was verschüttet wurde, ist rot und dickflüssig und krustet schon ein. Kirschsaft? Weiß nicht, wie ich darauf komme. Vielleicht hatte es was mit dem Typen zu tun, den sie da gerade weggeschleppt haben unten durch die Wäscherei. Kein Interesse. Bitte. Sonst fühle ich mich schlecht. Aber die Alte, die sah überall mit das dabei. Das wird die romantischste Nacht deines Lebens. Ja, eklig. Da habe ich meine Zweifel, Romeo. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Na, dann kommt mit, ihr zwei. Weißt du das? So redet man nicht mit einer Frau, die man nicht kennt. Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Also, wie heißt du, Puppe? Er ist stolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also, Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Gut, hilft Joe, die Bombe im Konferenzraum zu legen. So ein Glück, dass sie ihn gerade hier umgenietet haben. Man hätte es ja auch irgendwo machen können, wo kein Teppich ist, ne? Aber was soll's? Verfluchte Wichser! Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Okay, hilft Joe, ein Loch ins Fenster zu schneiden? Das kriegen wir hin. Hilf mir mal. Ja, was soll ich tun? Halten! Ach, Scheiße. Oder wie? Verdammt. Der Gelbe. Plus zu Plus. Der Rote zum Minuspol. Ich hoffe, der weiß, was er da tut. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Alles klar. Schrubbe die Flecken weg, streng dich an. Ich hoffe doch, der Tisch ist nicht irgendwie stahl verstärkt, denn das hat schon mal jemanden ein Attentat gekostet. Ich hab doch gesagt, ihr sollt das wegwischen. Wir sind ja schon dabei. Ich glaube bloß, aus dem Teppich kriegt man das schwerlich raus. Och, Mensch, das sind ja richtige Zauberer. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Jo, dann folgen wir Joe mal aufs Dach, kein Problem. Okay, und jetzt aufs Dach. Das ist der Typ mir. Ach, dieser Alte. Ehrlich? Ja, aber klappt nicht immer. Da juckt, wieso, Barkeeper? Da juckt es einem schon am Unterleib, krankheitsmäßig, wenn man die nur sieht, glaube ich. Ich habe mit dir gesprochen. Du glotzt mich an, stellst blöde Fragen und ich soll nicht antworten? Die scheint ja die Matratze jedes Gangsters zu sein, hab ich das Gefühl. Aber gut, ich will mir ja keinen Vorurteil bilden, ne? Also, vielleicht ist sie ja ganz nett. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal den Auftrag so weit hier geschafft. Ich fürchte nur, irgendwas Verdammt. Muss noch schief gehen. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Willst du mich verarschen? Du hast eine Treppe genommen gerade. Soll ich dich tragen? Was bist du eigentlich für ein Weichei, Joe? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich.
falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazin. Hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur zwei auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Ihr Vollidioten! Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu glotzen? Macht einen Abgang, sonst komme ich runter und gebe euch was aufs Maul! Clementis, Mann! Schnell! Wir müssen hier weg. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Okay, finde die Plattform zum Putzen der Hotelfenster. Jetzt scheinen wir offenbar doch kämpfen zu dürfen. Wie sieht's aus, Joe? Denkst du auch so wie ich? Wahrscheinlich. Los geht's! Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Scheiße! Okay, Joe hat sich den direkt vorgenommen. Hast du das beim Militär gelernt? Das was? Ist alles? Nicht richtig treffen? Dann blüht dir was. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Okay. Los geht's. Gib mir Deckung, Vito. Geht gleich los. Ich muss erst mal schauen, wo hier überhaupt die Gegner sind. Ach, da drüben. Alles klar. Oh Gott, ich bin so schlecht im Zielen gerade. Der war weitaus besser. Meine Güte. Ich schieß aber auch witzig gerade. So, das war schon besser. Gut, noch jemand? Das ist vorbei! Ja! Vorsicht! Für den ist es vorbei. Von der Sorte. So, schauen wir mal. Wird er jetzt noch ein ganz schönes Geschlachte hier? Auf wen schießt du, Junge? Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Halt! Magnum! Oh, her damit! Wo bist du? Ach, hier. Ah, so ein Schwein. Hast du Schiss, Arschloch? Oh, Mann. Komm, zeig, was du drauf hast, Angeber. Lass dir was einfallen. Beeil dich. So, dann hast du den. So, holt sich den anderen. Gut, gut. Komm raus aus deinem Rattenloch. Willst du mich verarschen? Jetzt komm halt. Meine Güte. Das hätte eleganter laufen können. Okay, Joe, wir können. Oder siehst du noch einen irgendwo? Nicht so, oder? Nee. Ich glaube, das war der mit dem Grünen. So. Auf jeden Fall sammeln wir mal ein bisschen, würde ich sagen. So, was können wir denn da... Ja, wir gehen erstmal auf die Fäuste wieder. Was haben wir hier? 1911, den normalen. Gut, wir haben jetzt im Prinzip vier Waffen, so wie ich das sehe, ne? Ist in Ordnung? Mir wäre es eigentlich lieber, ein paar Waffen weniger zu haben, dafür ein bisschen Munition mehr für die. Aber soll mir recht sein, soll mir recht sein. Wir noch mal kurz so drüben mit einsammeln. So. Und ich gehe dann mal hier oben lang. Also ich weiß ja nicht, wo du hin willst, Joe, aber... Wow. What the fuck? Ich dachte, es wäre es jetzt mal hier. Du bist mausetot! Meinst du? Komm raus aus deinem Rattenloch! So mausetot wie du? Los jetzt! Zack, zack! Mann, das war echt klasse! Ja, war ja auch von mir der Schuss. Ah, da drüben ist noch einer. Was? Willst du mich verarschen? Zweimal daneben geschossen? Ich hasse es ja nicht. Okay, das hätten wir. Hoffentlich hat uns keiner gehört. Was? Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterputzerplattform. Das war eine übelste Schießerei hier, Alter. Das muss eigentlich jemand gehört haben. Egal. Springen wir uns mal auf die Plattform. Oh, ein Magazin. Für mich ein Magazin. Lass mich mal hier. Darf ich mal? Warum holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht... Darf ich mal? Oh, Scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Oh nee, der legt sich jetzt hier nicht in den Weg, oder? Gib mir das Magazin. Ja, dankeschön. Ist ja eklig. Sorry, aber die sah nicht schön aus. Das war nicht ästhetisch. Hier ist Klebeband. Fessel ihn.
Ach, na gut, dann fesseln wir die Putzkraft mal. Von mir aus. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt. So, ich weiß nicht, warum er Klebeband einstecken hat, aber soll mir egal sein. Das ist noch gar nicht fertig. Gut. Okay, rauf mit dir. Haben wir's? An die Arbeit. So, ich lade nochmal kurz überall nach. Kann nicht schaden. Die ist nachgeladen. Hier müssen noch zwei Schuss rein. So. Waffen weg. Und los geht's. Gut, wir verhalten uns ganz hey, unauffällig. Wie viel Grad hast du? Genug. Was? Wie viel ist genug? Drei? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Meinst du? Das will ich hoffen. Wenn's uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Wie weit fahren wir eigentlich nach unten? Ich dachte, das dritte Stockwerk von oben. Das ist nicht das dritte von oben. Okay, das ist das richtige Stockwerk. Okay, wir spielen da mal unsere Vito, Rolle. Schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. Ja, wo ist denn hier der Wischer? Hallo? Ach, hier. Gar nicht gesehen. Worauf wartest du? Ja, ich musste erst mal finden, sorry. Das ist ja keine Peep-Show. Geht wieder an die Arbeit! So, dann wischen wir mal ein bisschen. Na, hoffentlich klappt das. Okay, geschafft. Jetzt fahr uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Diese Arschlöcher merken nicht. Oh, Scheiße! Mann! Ah. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja? Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Aber das Ding hat seinen Verdammt. Job gemacht. Scheiße. Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe Was gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, scheiße. Der Wichser lebt. Natürlich. Ihr Arschlöcher! Scheiße, Vito, Clementi darf nicht entkommen! Die schwache Blase hat ihn gerettet. Natürlich geht was schief. Die haben wir aufgewischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich werde euch... So, ich kümmere mich mal kurz um den, ne? Wenn's recht Nein. ist. Nein! Ich hab nichts getan! Du bist Mauer! Wohl sein Martini gesteckt. So. Früher oder später krieg ich dich. Ich ziehe schneller als mein Schatten. Achtung! Über den Garten! Mann, du schießt ja bestimmt. So. Das war's für ihn. Oh Gott, hier sollte ich vielleicht nicht gerade hingehen. Das ist erst per Diagnose. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Nicht schlecht. So viel Schnaps und so wenig Zeit. Okay, die Glasfront ist natürlich ein bisschen ungünstig hier. Aber ich glaube, sie ist für unsere Gegner ungünstiger als für uns. Einfach weil wir gut sind. So, kannst du dich nicht mitnehmen? Na gut, von mir aus. Halt! Nimm die andere Tür, Was? Vito. Ich übernehme die rechte Seite. Wer hat er mich getroffen? Lass mich erstmal Muni einsammeln hier. Wenn es denn was gibt, was wir einsammeln können. Nicht so. Okay, die Thompson ist voll bei uns. Dann weißt du was? Ah ne, die ist schon nachgeladen. Dann nehmen wir die doch auch mal. Und rein! Ich hatte hier. What? Nein, von der Seite an. Alter, da war doch gerade gar keiner. Na gut, dann machen wir es nochmal. Na, die haben wir aufgemischt. Aber sonst nichts zu tun. Ganz gereicht. Los jetzt. Ich werde auch. Halt die Klappe. Nein, ich habe nichts getan. Los. So, wollen wir uns den mal direkt jetzt. Gestreckt. Gib mir Deckung. Du. Achtung. So, der ist schon hinüber, das ist schön.
schnapp dir den Kerl mit der MP. Das ist alles? Oh, so viel Schnaps und so wenig. Oh, da war gar keiner. Joe, konzentrier dich auf die Arbeit. Ach, da ist der. So. Gut, dann wollen wir mal. Nimm die andere Tür, Vito. Ich übernehme die rechte Seite. Machen wir das mal so. So, und dann nehmen wir auch mal die Muni mit hier. Sieht ein bisschen besser aus als vorher. So, ich weiß gar nicht, wo der gerade herkam, der mich hier erledigt hat. Ich bleib dann mal einfach kurz. Aha! Ich weiß ja nicht, was der Kerl hier anstellt, aber der rennt einfach an einem seiner Gegner vorbei. Du schießt wie meine Schwester. Willst du mich verarschen? Was hast du für eine Schwester, Alter? Ja, ich denke, ich soll dir Deckung geben, dann geh auf. Ach, Penner. Verdammt! Molotow! Ich geh dann mal in die andere Richtung. Da kommst du nicht durch. Du bist mausetot! Scheiße, die Sprinkleranlage ist angegangen. Echt? Ich dachte, es regnet. Klugscheißer. Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen.